2 Flug ablegen, oder? Er wird auf grün klassifiziert, er kriegt Nummer. So. Eins. Sie bleiben. Zusammen. Gucken, dass die alle hier bleiben. So, wir gehen nicht weglaufen. Ja? Ja, genau. Ein Hochstand ist hier. Drei Personen, wir machen die erste Sache mit von Leichtverletzten. Wir machen eine Verletzten. Echt, stopp mal, nicht lassen. Jetzt rede ich, stopp, kann ich sehen. Einer betreut Weiß, einer betreut Grün. Wir sammeln in Gruppen, bis wir 5 bis 10 zusammen haben. Dann geht die Feuerwehr jeweils mit einem der Gruppe zusammen. Und Nummer 1, hängst du ihm um. Weiß hängen wir jetzt erstmal nichts um, die kriegen nur eine Nummer auf die Backe. Genau, und die bleiben hier im Bereich. Genau. Genau so machen wir. Alles klar. Also. Leute, lass mal schneller gehen, hier kommen Leute, auf! Alles klar. Er wurde vom Platz als Rot eingestuft. Als Rot eingestuft. Dort an der Firma. Hier, Rot. Hat er Karte rum? Hat er eine Karte? Nee. Eine Karte fertig machen? Thank you.
Thank you.
Ja, kein Problem, machen wir gleich. Wir müssen jetzt noch die anderen gehen. Hören Sie mir mal kurz bitte zu. Bitte, hören Sie mir gleich. Wir kümmern uns gleich drum. Wir müssen uns noch um die Schwerverletzten kümmern. Und wir kümmern uns sofort drum. Sie darf auf jeden Fall kommen, okay? Wenn du rechts oder links? Drei kommen wir. Ein Mann geht hinten. Die sollen immer hochstehen. In welcher Zeitung seid ihr? Nachrichtenagentur? Ist klar. Ich muss dir einen Kühlschrank
Kannst du unten zu? Unten noch nicht. Ja. Ist es in der Theorie anders, wie sich dann in der Praxis ausbildet. Aus meiner Einschätzung nach hat die Zusammenarbeit aller Behörden und Organisationen sehr gut geklappt. Und dieses sehr gut klappen ist ursächlich dafür, dass die Leute, die hier so schlagartig unter Last gekommen sind, unter schmerzliche Last, dass die in der Lage so geführt worden sind, dass sie jetzt die Erfahrungen worden sind, die sie behandelt. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Das hat diesen Grund, weil wir delegieren weg in die einzelnen Aufgabenbereiche, sonst wird das Führen nicht mehr möglich. Und das ist passiert, wie ihr es erlebt habt, hier mit den Pressesprechern des Landkreises Böblingen und der Feuerwehr Sindelfingen aufs Allerbeste. Deswegen würde ich sagen, wir eröffnen. Unserer Kenntnis nach sind 41 Verletzte in und um die S-Bahn. Ich sage deswegen unserer Kenntnis nach, weil das DAK arbeitet diese Verletzten gerade noch ab. Die haben eine sehr komplexe Verletztenstruktur in der Erfassung und deswegen wollen die das durch die Sorgsamkeit, die sie machen, uns eins zu eins übermitteln. Und das ist noch ein bisschen in der Abstimmung und deswegen ist es ein vorläufiges Ergebnis, das ich Ihnen mitteilen kann. Im Einsatz waren ca. 150 Kräfte aus Rettungsdienst und Feuerwehr. Auch hier wird die Einzelermittlung noch abgefragt. Wir wissen ganz genau, wie viele Fahrzeuge da waren, aber oft sind Fahrzeuge unterschiedlich belegt durch Verfügbarkeitsproblematiken. Deswegen ist die exakte Zahl nachher im Polizeibericht erlesen. Ich schätze über 250 Leute, gerechnet mit 300 Beteiligten insgesamt. Das Wichtige ist, die S-Bahn ist dabei, Deutsche Bahn ist dabei, die Polizei ist dabei, die Bundespolizei ist dabei, der Rettungsdienst ist dabei, das DAK ist dabei, das THW ist dabei, das Kreisauskunftsbüro des DAK ist dabei. Dann haben wir Feuerwehrkollegen von beiden Schönbuch bis nach Nürnberg. Einzelheiten habt ihr auf einen gesagt. Und zwinker, zwinker, die Vorbereitung, die muss auch jemand machen. Da gibt es Logistikteams der Jugendfeuerwehr von Sindelfingen und der Altersabteilungen, die im Background Wesentliches leisten. Das ist eine der größten der letzten Jahre. Allerdings ist das Szenario so außergewöhnlich, weil eine Bahnstrecke schließen und so weiter, das wisst ihr selbst, das ist nicht so einfach möglich. Die Deutsche Bahn ist auf uns zugekommen und hat dieses Szenario angeboten. Das heißt, unsere Dringlichkeit hier zu üben ist damit einhergegangen, dass die Deutsche Bahn auf uns zugekommen ist. Und die ist darauf auf uns gekommen, weil die Einsatzabteilung Meichingen im Vorfeld Bahnabend gemacht hat, um Informationen über die neue S60, die jetzt auch Meichingen betrifft, natürlich noch mehr heranzukommen. Das heißt, da haben sie dann abgesagt. Immer, ganz genau. Ansonsten sind solche Ausmaßübungen eher am Klinikum Sindelfingen zu sehen, so Großschadensereignisse eher Richtung Brand und sowas. Heute mal was ganz anderes. Also ich glaube, ganz wesentlich an der Übung ist, und das nehmen die Leute mit, ist, dass man zusammen was bewegen kann. Da bleibt keiner autark und sagt, mit dem anderen kann ich nicht, sondern hier wird eindeutig
alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, die werden miteinander verbunden über Führungsstrukturen, wo alle beteiligt sind, und das ist das Wesentliche an der ganzen Geschichte. Ganz allein ist man nichts, nur zusammen klappt es, und ich glaube, das hat die Übung eindeutig bewiesen. Es wäre vermessen zu sagen, es gibt nichts, was man verbessern kann, aber es wäre auch jetzt vermessen zu sagen, was man verbessern kann. Ich habe keine Ahnung, aus meiner Sicht war es ganz, ganz toll, aber wir sehen ins Detail nicht runter. Und dieses Detail wollen wir bei dem leckeren Erbseneintopf, den wir jetzt gleich einnehmen können, und bei dem Getränk.